Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start und willkommen zur 100. Folge Viva Pinata Let's Build. Wir haben eine Weile in der Dover, jetzt drücken wir Start. Aber Skyline, das ist nicht richtig. Das ist die 99. Folge. Da ist nämlich die 98 und du hast die 99 übersprungen. Nein, stereotypischer Typ. Ich habe die 99 nicht übersprungen. Die 99 ist eine verlorene Folge. Und warum eine verlorene Folge? Ganz einfach. Ich habe nämlich wollte am 8.5.14 das Video hochladen. Und da hat's ein kleines Problemchen gegeben. Meine Festplatte ist runtergeknallt. Also meine externe Festplatte. Und jetzt will sie nicht mehr. Dadurch, dass meine externe nicht runtergefallen ist und jetzt nicht mehr will, gibt's die 99. Folge von Viva Pinata nicht mehr. Soll heißen, 99 ist wie gesagt eine verlorene Folge und daher stereotypischer Typ, gibt es keine Folge 99 in dem Sinne auf dem Kanal. Somit eigentlich auch gar nicht mehr auf meinem Ding. Egal. Zur 100. Folge habe ich natürlich wieder was ausgedacht. Und deswegen gehen wir mal direkt hier in Garten spielen. Gartenladen. Small Feather. Garten betreten. Heute werden wir nämlich ein paar außergewöhnliche Sachen machen. Und das eine komplette Folge lang. Mal gucken, wie lange wir brauchen dafür. Für das ganze Pipapo. Gärtner von Pinata Island können sehr stolz auf sich sein. Ja, das können wir wohl. Wir lassen... Nein! Sie ist unterwegs und jagt was. Scheiße. Wir brauchen nämlich... so einen hier. Für die Aktion. wir können aber was anderes machen. Scheiße, den habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das ist jetzt doof. Scheiße, ich habe mir alles aufgeschrieben. Nur das nicht. Aber den habe ich mir aufgeschrieben. Für den brauchen wir was ganz Bestimmtes. Und zwar brauchen wir... wir brauchen... Guten Abend. Ich bin also nicht die Einzige, die sich keinen Schlaf leisten kann. Nein. Ihr werdet gleich sehen, was ich für diese Folge vorbereitet habe. Auch für dieses Special. Kürbis platzieren. Katze. Garten zurück. Hier drauf. Tinker! Ich werde haufenweise Kohle ausgeben. Er hat sich gar nichts ausgetinkert. Tinkern, Kollege. Sonst gibt's Backenfutter. So einen Kollegen brauche ich jetzt nochmal. Den haben wir hier. Estolan. Ich würde am liebsten E-Slice dafür benutzen, aber der ist gerade am Pennen. Achso, ja. Falls einigen auffallen sollte, für die ganz Extravaganten unter euch. Meine Stimme hört sich ein bisschen anders an. Habe ich schon bei Naruto Shippuden erklärt. Bei der Aufnahme. Ich habe mal so einen Windschutz dazu gekauft, ist da drüber gestülpt. Um so ein bisschen das Katzengehirn noch ein bisschen rauszukriegen. Jägerin fängt Pinata. Da ist er ja schon. Erstmal warten wir das hier ab. Super, wir haben eine.
Level 4. Oh, leck! Estolan, ne, ich möchte das gerne mit E-Slice machen. Achso, es ist eine Kürbislaterne. Okay, Jaha, du fängst ein Pinata. Was habe ich überhaupt hier anlassen? Ah! Jo! So! Du jagst uns jetzt bitte mal. Was machen wir denn als erstes? Ach ja! Ein Quackberry bitte. So, Kandari kann sich jetzt verwandeln. Oh, ist der süß. Ach so, ja, mit dir können wir auch was anfangen. Das können wir gleichzeitig mal machen. Guten Morgen. Wie wäre es mit etwas sehr Gucken, ob das so stimmt. Was ist das Brot? Wir haben eine neue Variante entdeckt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Blassen, was sich jetzt verändert hat. Wir haben eine neue Variante entdeckt. Das ist das, was wir heute... Kannst du uns helfen? Wir brauchen ein einzelnes Pinata. Das kriege ich hin. Es wird Zeit. Jo. Dafür brauchen wir... Nein. Ist da ein Pen? Wo ist er denn? Was auch immer er jetzt da drüben macht. Ah, tschüss. So, wir machen heute eigentlich nichts anderes, außer ein paar neue Pinatas zu erschaffen. Hallo. Ne, dich wollte ich nicht. Moin, E-Slice. Na endlich, geht doch. Ja, Gottverdammt, Jägerin fängt Pinata. Bla bla. Okay, das hat jetzt nicht annähernd so gut geklappt, wie ich es erhofft hatte. Natürlich jetzt sau doof. Hoppala. Kannst du bitte noch 6-mal das Pinata fangen? Dann möchte ich jetzt aber auch 6 Stück haben dann. Blödes wie du. Es hat jetzt nicht so gut geklappt mit dem. Mit der Kürbislaterne, das war nicht so ganz korrekt. Oder muss ich nur eine Kürbis da fressen lassen? Obwohl ich vorher eigentlich was anderes gelesen habe. Ich habe nämlich jetzt heute auch direkt mal nachgeforscht. Dementsprechend. Okay.
Ja, ich hol das Piñata jetzt ab. Ist ja gut, Junge. Hattest du denn heute, oder was? Ja, das freut mich für dich. Wir brauchen nämlich einen Quackberry. Ein Quackberry tun wir nämlich was Gutes. Quackberry kaufen wir jetzt eine Stachelbeere. Das, ich will eine Stachelbeere, deswegen gehe ich zu den Süßigkeiten. Ja. Das ist eine Brombeere. Das ist eine Brombeere. Ich will eine Stachelbeere. Und deswegen kaufe ich eine Brombeere. Raisin, Digga! Ist zu fett, glaube ich. Entschuldigung. Und jetzt? Schön. Juice Goose haben wir jetzt, Leute. Juice Goose. Eigentlich kann man auch die hier verwandeln, aber es hat nicht so ganz geklappt. Oh, war das nicht irgendwas mit einer Brombeere und dann noch was anderes? Ich weiß es jetzt nicht. Wir lassen ihn mal jetzt nur eine Kürbis fressen, okay? Deswegen gehe ich hin, um einen Kürbis zu holen. Ich werde es nie verstehen. Alter, ich habe rüber gedrückt. Scheißteil. Fressen. So, und was war das jetzt gerade? Den Arsch, Digga. Was denn, wer denn, wie denn, wo denn? Ich sehe nichts. Na super, da ist das blöde Vieh. Du hast zu spät gesehen. Und wo hat sie was hingeschmissen? Oh fuck, das muss ich mir erstmal hier umkümmern, ey. Bevor sie alle einpflanzen, ey, da habe ich ein Problem, wenn die sich alle einpflanzen hier. Bei einigen ist es ein bisschen komplizierter. Da musst du einen irgendwie was zu fressen geben, dann musst du warten, bis er krank wird. Und kurz bevor er krank wird, musst du ihn irgendwie schlagen und dann verwandelt er sich. Ich glaube, bei Lickitoad war das so. Okay. Ein Piñata ist krank. Ziel anzeigen. Ein Canary. Super. Ach, scheiß die Wand an. Des Weiteren will ich mir was nachgucken jetzt. Da brauche ich was Bestimmtes von ihm hier. Das habe ich mich auch zufälligerweise rausgesehen. Und zwar brauche ich das hier. Kapitänsmachete brauche ich. Das war was ganz Besonderes. Die Kapitänsmachete soll nämlich abschreckend wirken. Für gewisse Leute. Ich denke, wenn ich eine scheiß Ruhe vor denen habe. Vor diesen nämlich hier.
Hat es zurückgekehrt. Schnell. Zum Einsatz. Wir brauchen uns nicht allzu viele Sorgen zu machen. Wir haben ja den Kollegen hier hinten. Das ist schon ganz praktisch. Na, dicke Tod, du warst es nämlich, den wir schlagen mussten, bevor er krank wird oder sowas. Und zwei Serpents müssen wir auch noch jagen lassen. Pass mal auf. Ich weiß nicht, jetzt jemand diesen andere scheiß Viecher kriegt. Ja, zwei Serpents bitte. Gleichzeitig. Die macht natürlich nur eins. Kein Shit tickt aus. Jetzt brauchen wir noch was anderes. Meine Güte, du bist aber lange auf. Aber in einen schönen Garten muss man wohl viel Zeit investieren. Shelly! Ah. Hä? Immer erst so lang. Ja, wir versuchen immer noch ein Basenk zu bekommen. Nur mal zur Info. Ey, ist mir scheißegal. Raus mit dir. Kriegst du das jetzt oder nicht? Ich hoffe, du bleibst in deiner Stadt und dass es bald ein Ende gibt. Du bist naiv, keine Augenwischerei. Ja, du armes kleines Mädchen, meinst du mir, ich bin aus Stein. Okay, doch kann man sein, anscheinend funktioniert das nicht. Ich hab dich abgeschossen. Regerin fängt Pignotto. Ich verändere deine Stimmung mit nur einer Scheiße. Na, wenn's. Was mache ich denn jetzt hier? Hier muss ich hin. Ich doof. Ja. Hast du Arbeit für mich? Du solltest. Ein Lickitoad. Ach, Lickitoad sei schon. Serpent. Zwei Serpents. Arschuckt. Apropos Arschuckt. Nein, was mach ich denn jetzt da? Ich bin viel zu schnell. Ich muss deine. Und dann hier ne. Juicy Goose. Und ich wollte jetzt von dir gerne das hier haben. Fuck, ist die Pausen groß. Deine Gefühle so groß, du willst weiterkämpfen los, aber ich glaub nicht, dass sich das für dich noch ansatzweise lohnt. Deine Worte so falsch und deine Augen so kalt, ich glaub, ja, es wäre an der Zeit, sollte... dass du es endlich begreifst, dass ich gar nichts mehr bedauere. Du bist tagelang am Trauern, weil du dir was vorgemacht hast, aber alles nur ein Traum war. Heute ist es nur ein Traum, du kommst nicht mehr vor mir los. Dieses Leben ist ein Test und die Prüfung war zu groß. Vergiss es. So, jetzt habe ich immer noch keinen Dingens. Serpent 4.
Die sind auch alle vorhanden. Hier habe ich Ruhe. Ich hoffe doch, dass ich jetzt endlich Ruhe habe. Ja, ihr seid halt nicht mehr die Größten, wa? Müsste nicht gleich über ihn drüber trampeln wieder. Ja, Schnuffelchen. Ich bin doch auf dem Weg, Süße. Das weiß ich doch. Geh du in deinen Garten zurück. Ich muss mich für einen Ausflug. Viel Spaß mit deiner Klasse. So. Ich höre es doch hier geklimpern. Da ist hier alles. Weg, Digga. Muss außerhalb rumfliegen? Nö. Ja. Das ist in Ordnung. Baumeister ist fertig. Sieht ja sehr schön aus. Infos. Ein Licke Tor. Ach, willst du mich verarschen? Das automatische Speichern stört meistens irgendwie den Fluss. Lecker Tod. Niemand jagt am Morgen. Aber ich muss hier sein, um Anweisungen entgegenzunehmen. Das mache ich nur für euch, Leute. Als Special. Für die 100. Folge. Und ich brauche immer noch einen scheiß Newtgard. Was hat das Jewish Goose hier zu tun? Jetzt lasse ich die einmal paaren, weil dann will ich nicht was nachschauen. Mein Gott, pflanzt euch jetzt ein, Alter. So schwer ist das nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Baum hier nichts mehr macht irgendwie. Ewig nichts mehr bekommen. Verkaufen jetzt mal. Ivor, mein Gutster. Es überrascht mich nicht, einen Gärtner von deinem Kaliber so wie ich sie. So. Ach komm, hier bietet es sich doch an. Wir pflanzen. Ich sehe nichts. Ja, warte mal ab. Ich erkenne mich gerade gar nichts daran. Aleko? Frisst du mal? Das wäre formidabel. Yay!
Dein Garten macht sich. Gut gemacht. Du scheinst Strike. Immer besser zu werden. Level 45. Alter, ja, ich habe da nichts Besseres zu tun. Salamango. So, und wer bettelt sich hier? Oh! Schwanan und Juice Goose. Super! Schön, dass du gekommen bist. Dich wollte ich nämlich auch noch haben. Vor allem, Emma macht nix. Du hast Emma angegriffen, du mieses Schwein. Tschüss. Ich glaube, es hakt. Ja, es tut mir sorry. Ach, du Scheiße, habe ich schon wieder zwei. Ja. Seerosen und Brunnenkessel. Seerosen und Brunnenkresssaat. Hallo. Seerose und Brunnenkresssaat. Seerose. Brunnenkresssaat. Objekt platzieren. Okay. Es geht doch nichts über den Geschmack. Seerose. Du wohl? Friss mal das hier. Und du wollen? Friss mal das hier. Sie ist jetzt rot. Und er ist grün. Yay! Wir haben Pinatas verwandelt. Keine Sorge, Emma. Ich habe ihn wieder verkauft. Zwei neue Varianten entdeckt. Wuhu! Achso, Jägerin fängt Pinata. Hi, du bist. Du solltest. Und jetzt bitte ein Lickitoad. Alter, sieht ja voll auf 180 aus, Alter. So normal wie normaler Wurm auch. Okay. Kann ich denn jetzt... Ach, sie ist sogar unterwegs. Okay, ja, stimmt. Gucken, ob ich jetzt auch einen roten und einen grünen Wurm an sich so fangen lassen könnte. Salamango! Aber der sieht jetzt nicht gerade so doll aus, wa? Okay, Pedotitte. Der Lickitoad. Serpent. Fressen bitte. Warum er keine Maus fressen muss, verstehe ich nicht. Lickitoad. Serpent. Lickitoad fressen. Kollege, du bleibst mal schön hier.
Jäger empfängt Pinata. Wahrscheinlich muss ich sie wieder zum hohen Rasen hinbringen. Es wird spät. Die beste Zeit. Ja, ja, whatever. Wir haben viel zu viel Scheiße rumlaufen. Mir fehlt ein Nutgard. Das Salamango verkaufen wir wieder. Ist nicht mein Fall jetzt. Sicher mehr als beschissen an, ey. Nein, das ist vollkommen dufte. Passt schon. Das wollte ich ja auch. Hallo, jemand zu Hause? Komisch sehen die aus, ey. Was für ein Bug war das denn jetzt schon wieder, ey? Genauso wie mit der Eichel gewesen. Ja, mach einmal was Vernünftiges, Ivor, du Sausack. Samen pflanzen. Kasse. Vielen Thanks. Was? Raus, 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 raus. Penny, 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 Penny. Wo willst du hin mit mir? Alter! Du bist schon hier, Kollege. Aleko, du bist gleich wieder am Start. Naja, bist du mal. Morgen. Aleko ist wieder am Stüssel. Wichtige Infos. So, du bist wieder am Start, Aleko. Alles halb so schlimm. So, dann komm mal her. Und gleich, wenn das Ei seinen größten Sprung hat, müssen wir draufschlagen. Das Geile war, als ich heute Morgen, als ich das eben aufschreiben wollte, habe ich geschrieben, beim größten Eisprung habe ich dann geschrieben, was nicht ganz so richtig war. Da habe ich erstmal blöd geguckt, ey, so, was zum Fick, was habe ich geschrieben? Beim größten Eisprung? Ach, Kurt mit dir ist nicht glücklich. Was ist denn los, Kurt mit dir? Ärgern dich die anderen wieder? What the fuck? Kommentarschmilch. Ich weiß nicht, wann der höchste Sprung des Eis ist. Das heißt, wir müssen die ganze Zeit gleich blöd auf das Eis starren. Ja.
bin kein falsche Schlange, verstehst du? Ach, ist das geil. Ach so! Jetzt habe ich. Warum geht denn die Zeit weiter runter? Ist ja gut, Code mit T. Jetzt gucken die wieder voll böse. Irgendwie werden gerade alle zertrampelt. Dragonfly 3. Ich habe irgendwie Lust, das Janma zu nennen. Kennt ihr Janma noch? What the? Fuck! Da habe ich vor einem Moment nicht aufgepasst. Ja, wir gucken uns das jetzt an. Oh, süß. Okay. Ihr habt einen Techtelmechtel? Wo ist das Ei? Alter, ich hatte das nicht gehabt, Alter. Es ist so peinlich eigentlich. Okay. Da kommt jemand nach Hause. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hören kann. So, wir warten auf das Ei. Da ist das Ei. Da kommt Ei. Ei zugestellt. Ich freue mich. Hallo. Ihr guckt gerade. Ich dachte aber nichts. Er ist hier peinlich. Nein, ich bin hier peinlich. Das ist eigentlich der einzige Hintergrund. Je mehr sie mich ignoriert, desto fröhlicher wird es im Leben. Ja, sie ist jetzt oben, hat sie gerade gesagt. Freue ich mich ja. Irgendwie. Kommt dann nicht ganz so peinlich rüber. So, beim höchsten Sprung müssen wir das Ei zerschlagen. Dann kommt nämlich ein behindertes Kind nämlich bei raus. Das heißt, wir dürfen uns jetzt nicht von der Stelle bewegen. Oh! Da, so. Was so eine Scheiße muss das mal kommen? Beim höchsten Sprung des Eis. Ja, beim größten Eisprung. Musst du es zerschlagen. Komm erst mal auf so eine Scheiße, Alter. Ja! Geschafft! Ja! Ja, mein Twinkle Snap! Wuhu! Alter Schwede, what the fuck, ey? Na, jetzt soll er erst einen Schiss bekommen jetzt hier. Twinkle Snap! Mein Gott, sieht das behindert aus! Ah, nee. Noch nicht verkaufen. Ich muss noch ein zweites davon haben. Ist einfacher, wenn ich dann hier, Liebesding habe, wa? Was brauchst du? Ein Squazzle gegessen. Wahrscheinlich ein Squinger, Twinger Snap Behausung. Okay. Hihi, ist das cool. Was denn da? Handelt sich, what the f. Das sieht ja mehr als merkwürdig aus. Statio, habe ich nicht. Alter, das ist ein Riesenvieh. Die zweitköppige. Tja. Nein, was wird jetzt bei Ivor? Zu Ivor wollte ich doch gar nicht. Gut, ist klar. Wo wollte ich hin? Da.
So, das haben wir auch. Möchtest du ein wenig Jägerlatein hören? Oder bist du... Kann man das jetzt jagen lassen? Also wir haben hier jetzt auch ein Juice Goose, ein Salamango. Also nicht die verschiedenen Worms, auch die Flutterscotch haben wir nicht verschieden. Aber jetzt hören wir hier die Twingersnap. Alter, da lohnt sich doch eher selber nochmal eins zu machen. Geiler Gugu. Ich voll knuffig. Ja. Passt schon. Bin gespannt, wie das Ding jetzt... Oh, gut, ich weiß ja, wie es aussieht, aber es ist ja riesig, Alter. Vergleich das mal mit so einem Serpent hier. So, Liebesbonbons muss ich jetzt erstmal kaufen. So, Donut hat nicht funktioniert. Da fehlt noch irgendwas. Geiler Gugu haben wir gemacht. Serpent haben wir gemacht. Nostacho müssten wir noch. Ich werde gleich mal Nostacho jagen lassen. Newtgut haben wir gemacht. Das Quackberry haben wir gemacht. Ah, Bunnycomb können wir noch mal. Jetzt brauchen wir erstmal Liebesbonbon. Liebesbonbon. So, Liebesbonbon, wo haben wir dich? Du, Phrasen, du, rauskommen. Dafür sind noch die Liebesbonbons da. Nicht? Viel Glück. Schau, was ich heute anzubieten habe. Was zum Fick? Dafür sind noch Liebesbonbons da. Ich werde mir keins jagen lassen, das kannst du vergessen. Was ich mir jetzt jagen lassen werde, ist ein Horstaccio. Hi, du bist hinter etwas ganz Tollem her, oder? Nichts Langweiliges für Anfänger. So, von mehr bräuchte ich euch Worms eigentlich nicht. Es gibt noch ein Wurm, aber es kommen ja mehr Worms rein, wenn hier natürlich etwas freier ist an Worms an sich. Aber der rote gefällt mir bis jetzt am besten. Der sieht nice aus. Wenn ich verbrennen würde. Achso, wenn hier nichts, was es irgendwie sagt, was das so kann. Wir gucken mal im Büchlein, vielleicht steht da drin, was dieses Macheten-Ding genau kann. Platzinfo! Alter, wie viele verbraucht denn ein Baum hier? Da ist es! Als hätte man sich nach dem Vorbild von Captain Blubbers Lieblingswaffe gefertigt. Aber wird er sie jemals benutzen? Rowdies haben totale Panik vor diesem Schwert. Vielleicht liegt es daran, dass auf dem Griff Eigentum von Blubber nicht berühren, sonst gibt's Ärger steht. Okay, ja, also ihr wisst es. Kostet 11.000. Aber es hält jetzt mal alle bösen Buben ab. Vielen Dank. Alter, ta.
Aber schön, wir haben jetzt ein komisches Ding-Dödel-Dei. Und ein Mod-Drop. Warum alles in der Welt habe ich noch einen Mod-Drop hier drin? Schon ein bisschen größer, aber es sieht voll süß aus. Guck dir das doch mal an. So, jetzt haben wir wieder die beiden Nude-Guards hier. Die finde ich ein bisschen hübscher als diese Salamango. Okay, das nächste Mal müssen wir echt jetzt hier drauf achten. Nee, das wird sonst zu viel langsam. So, ein bisschen Kohle wieder ran geschäffelt hier. Was um alles in der Welt trinkst du hier? Sebo Bachmann-Typi. Was braucht ihr denn nochmal? Hoppala. Die brauchten auch irgendwas. Damit sie sich zum Blauen, glaube ich, verwandeln. Aber ich weiß nicht mehr, was. Was eine Brombeere war. Ich weiß es nicht. Alles sofort weg hier. Das wird sonst echt zu viel langsam. Ja, dann bekomme ich sogar noch ein bisschen Kohle ran. So, jetzt haben wir noch 1, 2, 3. Ein bisschen wenig. 4. Ja, das sieht schon etwas angenehmer wieder aus. So. Im Übrigen haben wir hier 1. 2. 3. 4. Jetzt nur, ich habe jetzt nur noch 4 Candaries. Ich klatsch dir. Es ist doch falsch hier. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, wir haben 5 Candaries haben wir hier drin. Und es fehlt ein Dengo. Werde ich jetzt mal benennen. Ich suche jetzt mal Candary 10. Und wenn wir mal die Dengo nennen, das ist, du bist 13. 13. 12. 14. 13, 12, 14, 10. Info. Umbenennen. Dengo. So, bist wieder am Start, Kollege. Bist wieder am Stissel. Jägerin fängt Pinata. Supi. Jägerin fängt Pinata. Deswegen gehen wir erstmal tinkern. Dann gib mir her den alten Schlawiner. Fuck, bist du riesig. So, was brauchen wir mal? Brombeer und Gänseblümchen. Brombeer und Gänseblümchen. Erst Brombeer und dann Gänseblümchen. Ich weiß nicht, ob das auch andersrum machen kann, aber ich mach's jetzt einfach mal in die richtige Reihenfolge. Brombeeren und Gänseblümchen. Ich glaube, Gänseblümchen habe ich sogar noch da, wa? Brombeer. Bist du ein Gänseblümchen? Bist du eine Butterblume? Dann heißt das, wir müssen noch ein Gänseblümchen flanschen.
Gänseblümchen, 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 ich blühen die Gänse und sie blühen auf. Sie blühen innerlich. Da stehe ich drauf. Was? Nee. Fress. Bist du groß und stark von? Das ist ein Moment Luft holen, ein Moment glauben, das ist ein Moment rausgehen, ein Moment laufen, das ist ein Moment, dein Moment, unser Augenblick, die Geschichte ist geschrieben. Dacia 4. Das ist ein Moment Luft holen. Charlie. Das ist ein Moment rausgehen, ein Moment laufen, das ist ein Moment, dein Moment, unser Augenblick, die Geschichte ist geschrieben. Apropos Charlie. Charlie, like a melody in my head. See me rolling. Ba-ba-ba, every day. Every day, today. Oder sowas. Einfach so. Ich hab doch keine Ahnung. Na, Kurt mit dir. Gib sie wieder. Einmal aufs Maul, ey. Mein Gott, bist du am Schnarchen. Im Endeffekt haben wir jetzt alle vom Titel, ne? Wir haben Galagugu, haben wir. Wir haben Horstaccio. Wir haben hier den, ne? Und wir haben hier den Zwingersnap. Uns fehlen aber noch ein paar Pinatas, die wir eigentlich hätten schon zu Gesicht bekommen müssen. Was mich natürlich ein bisschen verwirrt. Das ist noch nicht so wahr. Ja, ich habe so ein paar Sachen aufgedeckt, die ich eigentlich noch nicht hätte aufdecken sollen. Aber, wenn wir gleich nochmal... Achso, wir müssen nochmal Lickitung jagen lassen. Ja, ist klar. Zweimal. Damit wir noch einmal Serpent paaren lassen können. Sobald Serpent gejagt fertig ist, können wir den nicht verkaufen, dann brauchen wir den nicht mehr. Haben wir das nicht erledigt? Ja, du! Wieso die ganze Zeit nie? Fresse! Du hast nur eine Pflanze getreten. Bums. Was bist du jetzt für einer? Bist du ein Schnabeltier oder was bist du jetzt? So ein Humbug. Jo, mach uns einfach mal Millionen von Punkte hier. Geht doch. Dein Garten macht sich. Gut gemacht. Du scheinst immer besser. 46. Du gibst jetzt 3600, der Kollege hier. Ist jetzt aber auch nicht irgendwas, was ich jetzt unbedingt haben wollte. Also, tschüss. Ja, ein bisschen Kohle hier. Habe ich dringend nötig, Digga. Ja, wir lassen uns mal gerne so Blümchen hier. Ist denn eine Butterblume oder auch eine Gänseblume fressen? Ich weiß es nicht. Nee. Gut. So, sag mal, könnt ihr jetzt mal wieder was Neues haben, ihr Leute? Wir müssen nämlich noch was anderes machen als eine zweiköpfige Schlange. Wir müssen noch eine Hydra machen.
Mach das. Ach, das Ding. Ja, da läuft Gefahr, gefressen zu werden. Das freut mich. Herzchen. Huch. Wuppi, da habe ich ja einen jetzt hier umsonst gejagt. Die beiden sind schon auf dem... Hat jetzt nicht so den Anschein. Was machen die denn die ganze Zeit? Sag mal, lässt du dich jetzt mal bitte von mir führen? Ja gut, dann irgendwie doch nicht. Ich hab keine Ahnung, irgendwie hatte gerade ein Herz gehabt, hatte kein Herz mehr und er hat auch kein Herz mehr. Also ein Herzschmerzrausch hier. Hi, du musst. Ein Jäger. Gut, warum auch immer er jetzt kein Herz mehr über den Kopf hat. Ich pack's nicht. Vielleicht verkaufen wir. Ja, weg damit. Der Böhm. Fertig. Gut. Was? Alter! Das will ich mir aber auch ankotzen, ey. Also, das kann Derry halt sowieso gleich ab. Bleib stehen, damit ich die Feuer verkaufen kann. Dicke Krokodilstränen hier. Bleib stehen! Ihr habt jetzt nochmal einen Techtelmechtel. Der Kollege soll sich jetzt langsam mal beruhigen. Nur so kann ich dich nicht verkaufen. Und es ist natürlich wer? Dengo. Es war so klar. Dengo, du bist eine arme Socke hier in dem Spiel. Irgendwie will es nicht so ganz. Naja, whatever. Kommentar nehme ich bitte wahr. Ich bin keine falsche. Trollalalalal. Ja, als ob. So,
So, dann lass mal dödeln, Digga. Beruhigt sich Dengo wieder oder müssen wir noch verkaufen? Okay, geht einfach durch und durch. Okay, Dengo scheint sich wieder zu beruhigen. Dann werde ich gleich das Ei mal woanders hinlegen, dass ich dann besser drauf schlagen kann dann danach. Serpent 5 und 4 hab ein Techtelmechtel. Aha, wird mal wieder geschmeidig. Digga, wo wollt ihr jetzt drehen hier? Dengo, du bist eine Pussy! Entschuldigung. Kommst du? Kommt. Wie kann sowas Fettes überhaupt fliegen? Das macht keinen Sinn. Yay, Ei zugestellt. Das Ei nehmen wir jetzt mal woanders hin, ne? So, wir machen es jetzt hier, ne? Jetzt müssen wir wieder warten. Bis wir das Ei zerschlagen und daraus eine behinderte Schlange rauskriegen. Yay. Das Spiel ist so ekelhaft. Es ist ein fucking Kinderspiel. Ich bitte euch. Der macht keinen Sinn. Ganze Aufmerksamkeit ruht auf dieses Ei. Das Ei, sie zu knechten. Oh, ist jetzt da. Ach du Scheiße, ist schon wieder eine Stunde dran. Ja, müssen wir es langsam mal gleich beenden. Aber ich wollte nur das Vierer machen hier. Müssen wir noch gleich Squirrels jagen lassen, ey. Jetzt! Wir haben's! Ne, jetzt hast du. Oh Leute. Vor allem, wo ist denn das andere Vieh? Juhu! Was ist das da? Sieht denn hier schon wieder aus? Vielleicht sollten wir so ein Experiment machen, so eine Stunde lang oder sowas. Den Garten nicht beachten. Und gucken, was daraus entstanden ist. So, es passt. So, hau mal ab da hier, sonst komme ich nicht ran. Du hast deine. Leute, haben sie sich gerade gegenseitig geweckt. Ist ja sweet. Sweet. So. Der eine weckt den anderen. Das ist so süß. Mein Gott, ist das knuffig. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch Dings bauen lassen. Morgen.
Interesse an Handwerkern zu einem sehr vernünftigen Preis? Das bin ich wieder hier im Bauen? Machen wir so. Ja. Alter Schwede, was ist denn das für eine Behausung? Der Ivo hat echt interessante Sachen dabei. Die man so meistens gar nicht vermutet bei ihm und dann. Nichts Neues, ey. Die bekommt nichts Neues rein hier, die Blöde. Wie wäre es mit etwas Sämigem? Nein, so war das nicht. Was mit Ivor, hat der mal was Neues bekommen? Danke. Ah ja, ich bin nee. Sicher, wir finden ein Schnäppchen für dich. Nix Neues, die bekommen nix Neues rein. Apropos, schön, ich freue mich. Ihr braucht nochmal was? Squazzle. Sollte haben. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der normalen Aufnahmesession wieder richtig. Quassel. Jo, mache ich. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns dann wie immer schon in die Kommentare. Wenn ihr einen Pinata einen Namen geben wollt, in die Kommentare. Wenn ihr Musik habt, die ihr gerne hier abspielen lassen würde, dann in die Kommentare schroten. Und ansonsten hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss.